Also 80% der Schlangen hier sind von irgendwie von über die Feuerwehr oder über Auffanggeschichten hier hingekommen. Und das fängt bei der kleinen Kornnatter an, die irgendjemand abgehauen ist, über Königsblüten, die auf dem Flughafen in Düsseldorf eingefangen worden sind. Oder zum Beispiel über, jetzt zum Beispiel aktuell die Anaconda, die gelbe, die im Latimer See gewesen ist. Jetzt zum Schluss noch die sogenannte Schamanenboa, die dann dementsprechend vom Düsseldorfer Hauptbahnhof gekommen ist. Also von daher haben wir hier regelmäßig Zugang. Also die Feuerwehr Düsseldorf hat ja die Reptilienfachgruppe, die es genauso gibt wie die Höhlenretter und sowas. Und mit denen arbeiten wir zusammen. Wenn die Tiere fangen oder irgendwo welche aufhören, müssen wir natürlich auch gucken, wo kommen die Tiere unter. Und da das klassische Tierheim eigentlich nicht so für Reptilien ausgerüstet ist, wird zumindest alles, was ungiftig ist, also was zum Würgeschlangen gehört, erstmal nach hier gebracht. Dann werden die erstmal hier versorgt. Also in NRW ist es einfach sehr einfach, wenn da jemand Lust auf eine giftige Schlange hat, fährt er irgendwo auf eine Börse, kauft die und setzt sie zu Hause ins Becken rein, ohne irgendwie einen Führerschein oder sonst was nachweisen zu können. Dann gibt es die Sachen, die also irgendwo wenigstens eine Herkunftsbescheinigung brauchen. Das ist so jetzt hier wie die Boa Constrictor gewesen, wo die dann fehlt. Oder es gibt dann Fälle, wo dann wirklich artgeschützte Tiere sind, wie zum Beispiel eine Madagaskar-Boa. Da fehlen dann noch mehr Papiere, die brauchen auch eine CITES-Papiere. Wenn die halt fehlen, werden die beschlagnahmt von den Artenschutzbehörden. Das geht auch so nicht.